Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Nehmen wir das Metaverse Champions Video. Und heute zeige ich euch in diesem Video, wie ihr Rance Churches Week 4 bekommen könnt. Das ist ganz einfach. Wir müssen einfach nur auf einen Server hier joinen. Und dann müssen wir kurz einmal das Tutorial befolgen. Wie gesagt, das ist ganz einfach. Wir müssen kurz hier die kleinen blauen Leute wegkicken. Und jetzt, was wir machen müssen, ist den Fireball kurz nehmen und dann hier kurz dieses Mini-Tutorial hier durchspielen. So, einmal kurz zeigen. Jo, ich weiß, wie es geht. So, und was wir machen müssen, sind diese roten, kleinen Menschen töten oder Männchen oder was immer das ist. Und dafür müssen wir insgesamt 15 Stück von terminieren. Und wenn wir das getan haben, dann kriegen wir die Kiste. Das heißt, wir terminieren mal kurz hier überall die kleinen Bewohner. Ich glaube, da hinten sieht es gut aus sogar. Wie weit geht dieser? Oh, da geht es sehr weit. Okay. Wie gesagt, da hinten sind auch noch welche. Das heißt, wir gehen mal kurz da hinten hin und machen mal kurz hier die roten Leute platt. Wie gesagt, ganz einfach 15 Stück davon suchen und finden und natürlich auch erledigen, terminieren und dann seid ihr schon fertig. Oh, es gehen mir gerade kurz ein paar Guards auf die Nerven, aber die nehme ich mal auch kurz auf dem Weg auseinander, weil, ja, wie gesagt, die sind gerade ein bisschen nervend. Ah, okay, sind jetzt ein bisschen weg. Dann suchen wir den nächsten. Da hinten sind auch wieder zwei, ein paar. Ja, ich glaube, deren Freundschaft, wenn wir das mal auseinandernehmen, die haben schon jetzt schon Angst, die merken jetzt schon, oh, da kommt schon was. So, boom, boom, einmal kurz hier alles auseinandernehmen. Ja, komm, ich will jetzt nicht einfach, lass mich einfach die Sachen machen, danke. Oh Gott, was war das jetzt? Ich wurde gerade von einem Meteoriten geschossen und ich bin tot. Wegen diesem tollen Tutorial, was, oh Gott, hier ist ein ganzer Tornado unterwegs gewesen, Hilfe. Okay, aber ich will trotzdem hier diese 15 Leute platt machen. Das Problem ist gerade, wegen dem doofen Tutorial ist mir gerade die Person weg, verschwunden. Oh Gott, kann ich jetzt mal bitte dich kriegen? Danke. So, jetzt haben wir uns mal kurz mal die andere Fähigkeit, diese Meteoritenschauer mal kurz mitgenommen. Da können wir anscheinend Meteoriten fallen lassen und dann können wir diese auch noch nutzen, um halt diese Bewohner oder diesen roten hier zu terminieren. Oh, das war One-Hit, also sehr, sehr, sehr praktisch. Auf jeden Fall empfehlenswert mitzunehmen. Ich weiß gar nicht bloß, wie viel, also es gibt keinen Counter, das finde ich ein bisschen doof, dass es keinen Counter gibt, dass man weiß, wie viele eigentlich noch leben oder wie viel man noch davon erst töten muss, denn das, das ist ein bisschen unübersichtlich, aber okay, wie gesagt, oh, jetzt kommen wir ein bisschen, komm, rein da, zack, und jetzt den hier, komm, weg. Wie gesagt, jetzt mal kurz ein bisschen skippen und dann werde ich dann euch zeigen, was am Ende dann so rauskommt. Ah doch, hier steht es, sehe ich gerade, hier diese Hatchman-Kills, da steht es doch, also ein bisschen übersehen, weil man wieder ein bisschen blind auf der Nase unterwegs. Aber jetzt wissen wir es und mal gucken, kriege ich den da, mal warten, bis der sich nicht bewegt und dann hauen wir da fetten Meteoriten drauf, bam, einfach weggenatzt, oh mein Gott, es ist so geil. So, jetzt noch den letzten, den würde ich sagen, finishen wir einfach mit Meteoriten, dann gehen wir mal hier kurz in die Burg rein. Oh, diese Tower schießt mich ab, das ist ganz böse, das werde ich nicht überleben, das werde ich nicht überleben, lass nicht rein. Ah, ich komme nicht rein, okay, warte, vielleicht hiermit. Okay, okay, aua. Ja, das hat nicht funktioniert. Ich wollte eigentlich noch einen letzten damit finishen, aber das machen wir es auf der langweiligen Art. Da ist er. Nein! Oh, ich will noch diesen Typen da kriegen. Oh, das ist so schwer. Hier, komm, zack, nimm das. Und da haben wir schon die Rance Mystery Box. Oder, ja, Rance Crate eher gesagt. Wie gesagt, einfach ein paar Leute hier im Netzeln, dann passt das schon, wie empfehlenswert auf jeden Fall dieser Meteorit, denn der macht One-Hit einfach hier Dinge weg, deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall und, wie gesagt, das war's dann auch schon mit dem Video und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann geht doch mal einen Daumen nach oben, Ehrenmänner seid oder auch Ehrenfrauen, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, vergesst auf jeden Fall nicht die Glocke zu aktivieren, das ist kein neues Video. Vom Metaverse Champions oder weiteres auf meinem Kanal nicht mehr verpasst. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, und ciao.